Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bereite ich diese gefüllte Mangoldblätter mit Hack und Gemüse und ich werde euch heute zeigen, wie es gemacht wird. Das schmeckt wunderbar lecker, die Füllung ist sehr saftig und allgemein alles zusammen einfach köstlich. Das als erste werden wir kümmern uns um die Füllung. Und dafür nehme ich Hackfleisch. Kann man egal welches Hackfleisch nehmen, kann man auch die Füllung nur mit Gemüse. Es ist natürlich nach Geschmack. Wenn Vegetarier, dann macht er alles nur mit Gemüse. Ein Zwiebel, dann habe ich zwei kleine Knoblauch mit Grün geschnitten, geriebene Möhren. So zwei, bei mir ein bisschen mehr geworden, habe ich einfach Rest weggemacht. Dann vorgekochter Reis, nicht ganz kochen, sondern so halb, ja. Wenn es 20 Minuten kocht, dann kocht man so 12, 13 Minuten, dann reicht das schon. Ab 7 mit kaltem Wasser abspülen, ab 7 fertig. Und ein bisschen von Kräuter, ich habe jetzt Petersilie, Dill. So, erstmal gehen wir an den Herd und werden wir das alles erstmal anbraten. So, Öl ist heiß, geben wir erstmal Knoblauch rein. Dass die Knoblauch deine Aromen ist, werden wir erstmal ganz kurz anbraten. Riecht sofort so lecker. Kurz danach geben wir schon die Zwiebel geschnitten. Den Zwiebel braten wir auch kurz an. So, die Zwiebel jetzt schon röstig. Jetzt sieht man seine goldbraune Farbe da. Und das riecht diese Aroma gebratene Zwiebel. Geben wir jetzt dann Möhren. Möhren könnt ihr so viel nehmen, wie ihr gerne möchtet. Ich wollte jetzt meine, was ich brauchen wollte, haben. Die kleine alles durch den Reiber und weg. Die werden wir. Nur etwas salzen, kann wir das schneller satt lassen und wird weich. Ziemlich schneller. Wir müssen die nicht braten, nur dass die Möhre so zusammenfällt. Am besten machen wir jetzt den Deckel zu und mal ein, zwei Minuten schmoren. So, nach ein, zwei Minuten dünsten werden wir schon Reis reinmachen. Das kann man auch gleich würzen, was wir gerne selber mögen, welche Gewürze jetzt dazu nehmen. Ich nehme jetzt meine grünen Kräuter und etwas Pfeffer. Kann man auch Kurkuma nehmen. So, den Ofen mache ich jetzt aus. Es muss jetzt nicht mehr gebraten werden, weil der Reis ist schon vorgekocht. Und die Gemüse auch schon gedünstet. Und außerdem, es muss noch alles gekocht sein. So, nehmen wir das ab und lassen wir es mal abkühlen, bevor wir mit Gehacktes zusammenmischen. So, jetzt müssen wir unsere Mangoldblätter vorbereiten. Ich habe die schon abgespült, sauber gemacht. Und jetzt müssen wir diese feste Stiel rausschneiden. So ein bisschen etwas tiefer rein. Die Blätter müssen wir blanchieren. Die Stiele muss man aber nicht wegschmeißen. Die kann man auch klein schneiden und auch in die Füllung nach den Zwiebeln auch mit anbraten. Aber heute habe ich sehr viel Möhren reingemacht und mit die werde ich was anderes machen. So, jetzt schneiden wir erstmal die alle Stiele raus. Und dann werden wir die Blätter blanchieren. Ich hatte dieses Jahr das erste Mal rote Mangold, sonst hatte ich immer weiße. Und er hatte meistens immer so einen größeren, flachen Stiel. Da hatte ich ihn auch sogar also richtig vorbereitet mit Schmand und in die kleinen Dosen.
angefroren und im Winter habe ich dann die Döschen aufgemacht und zu meinen Soßen oder Gemüseragout einfach dazu gegeben. Weil die sind relativ waren immer so groß, sehr viel. Die sind, ich weiß es nicht, ich habe das jetzt das erste Mal angepflanzt, ob das jetzt okay ist oder sind die doch auch anderes, weil ich musste mehrmals ansetzen, weil die Schnecken immer wieder alles weggefuttert. Und jetzt endlich mal zwei Mangoldpflanzen, hatte ich durchgekämmt und erste Mal, jetzt nehme ich die Blätter ab. So, das Wasser kocht und jetzt müssen wir unsere Blätter blanchieren. Blanchieren heißt es vielleicht nur 30 Sekunden, nicht länger, nicht verkochen. Hauptsache, die werden weich und dass wir mit ihr arbeiten können, einwickeln. Danach habe ich hier schon vorbereitete Schüssel mit kaltem Wasser. Da sind hier sogar die Eiswürfel drin. Und da nehme ich dann raus zum Abkühlen. Kurz umdrehen, das ist die dicke Stille. So, und raus. Kalte Wasser und hier legen wir die nächste, so portionsweise, nicht gleich alle Blätter, so die andere kann man schon auf den Sieb geben zum Abtropfen. Das geht rucki zucki. So machen wir jetzt mal alle Blätter so und dann gehen wir wieder an den Tisch. So, jetzt werden wir unsere Füllung fertig machen. Ich habe Gewürzstücke gehackt, deswegen brauche ich hier jetzt kein Salz und Pfeffer reinmachen. Gebe jetzt nur mein angebratenes Gemüse mit Reis dazu. Die Pfanne kann ich gleich nutzen für Weiterkochen. Auf den Boden gebe ich flüssige Butter und mische jetzt meine Füllung, alles knete zusammen. So, ich gebe noch etwas Salz dazu, muss die abschmecken nach Geschmack, einfach Füllung probieren und dann Paprikarosenscharf. Nochmal kneten. So, da können wir schon zubereiten. Wenn ihr genug Blätter habt, dann wäre es schön unten alles mit Blättern belegen. Ich habe Bedenken, dass für meine Füllung reicht es mir nicht, deswegen werde ich sparsam mit den Blättern und lasse einfach nur flüssige Butter unten. So, dann müssen wir schauen, wie groß sollen unsere gefüllten Rollchen oder Rouladen sein. Das entscheidet natürlich selber jeder, wie er gerne mag. Legen wir die Füllung rein. Drehen wir die Ende zu. Und rollen wir zusammen. Fertig unser Rollchen. Legen wir in den Topf oder in die Pfanne oder in die Bretter, weil das kann man oder im Backofen machen oder oben auf dem Ofen. So, noch kleine Aufmerksamkeit. Die großen Blätter kann man auch durchschneiden, dass sie nicht so groß sind. Und ihr seht, diese dicke, fette Stelle, die kann man natürlich ganz vorsichtig wegschneiden. Aber die kann man einfach mit dem Klopfer, was wir klopfen unser Schnitzel, einfach drauf klopfen und die werden weich. Und dann könnt ihr richtig schön zusammenrollen. Es knickt nichts, gar nichts. So, das ist ziemlich ein großer. Und so große wollen wir nicht haben. Dann schneiden wir nur die Hälfte. Und dann belegen wir das so schöne kleinere Rouladen. So, erstmal bereite ich die alle fertig. So, liebe Freunde, ich bin fast fertig und weil mir die Mangoldblätter doch nicht gereicht für so viel Füllung, was ich hatte, habe ich mir ein paar Blätter von Rote Beete gebracht. Habe ich die auch blanchiert
und eingewickelt. Hier sind die paar rote Beetblätter gemacht. Die Stiele kann man auch so schön klopfen und dann werden sie weich. Und genauso wie mit Mangold kann man die genau auch so einwickeln. Habe ich noch hier für eins und da bin ich dann fertig. Die Blätter bei rote Beete etwas natürlich zarter, mal ganz kurz blanchieren, nicht zu lange, und einwickeln lassen sie sich auch wunderbar. Hier noch ein paar Abschnitte von Mangold, gehen auch dazwischen. Und jetzt machen wir die Soße, mit welcher werden wir das bedecken. Ich nehme in diese meine Schüssel, wo ich Füllen gemacht habe, etwas Wasser, wo ich den Mangoldblätter blanchiert habe. Ich werde es heute eine rote Soße zubereiten. Mein Mann statt Marmelade die Gläschen rote Beetemus Brotaufstrich aufgemacht. Und ich dachte, ich kann die auch hier verwenden. Sonst kann man nehmen, wenn ihr so einen Gemüsegarten im Glas habt, so angelegt, so eine verschiedene Gemüse als Leche oder sowas, könnt ihr auch dazu nehmen. Oder nimmt man passierte Tomaten oder nimmt man Tomatenpaste, nehme ich auch ein bisschen für das Geschmack zu verstärken. So, nehme ich jetzt mein Rote Beete Brotaufstrich. Ich nehme die ganze Gläschen und ich denke, es wird geschmacklich alles so zusammenpassen. Dann nehme ich ein bisschen von Tomatenmark, so 1-2 Esslöffel. Und ich glaube, das wird mir das Flüssigkeit für meine Pfanne nicht reichen. Dann nehme ich noch ein bisschen Wasser von dem Mangold. Deswegen gießt die Wasser nicht gleich weg. Weil ich halt diesen Geschmack von Mangold und die ganze Vitamine, was da wurde, rausgekommen. Jetzt können wir das alles würzen. Mit Pfeffer und Salz, Koriander einer mag. Egal, wer was so gerne möchte in seine Soße haben. Ich nehme ein bisschen Korianderpulver. Aber das ist auch Geschmackssache. Und weil die rote Beete Brotaufstrich ein bisschen rote Beete süßlich ist, geben wir noch Salz. So, gebe das jetzt über mein Mangold. Hier farblich passt alles zusammen. Wenn einer gerne mag, kann Knoblauch noch dazu geben, aber im Brotaufstrich ist auch schon alles da. Deckel zu und lassen wir das auf den langsamen Hitze einfach schmoren, so ungefähr 25-30 Minuten. So, liebe Freunde, unser Gericht jetzt fertig. 30 Minuten habe ich ihn kochen lassen und jetzt holen wir uns 1-2 raus und probieren. Es muss schon fertig sein. Es gibt eine sehr schöne Soße dazu und wir mögen es mit dem Schmand servieren. In Schmand habe ich ein bisschen Dill reingeschnitten und dann ist das Gericht fertig. Jetzt werde ich es aufschneiden und euch zeigen, wie es dann drin aussieht. Schöne Füllung, schön saftig, bisschen mit der Sahne. Es schmeckt köstlich, richtig köstlich. Schöne weiche Füllung, richtig schön saftig, weil in so viel Soße gekocht, die Blätter sind zart, so weich und einfach perfekt. Es braucht man zu diesem Gericht absolut nichts dazu machen, weil es ist ein vollständiges Hauptgericht. Wir haben hier Gemüse, wir haben hier Fleisch, was will man noch mehr? Außer vielleicht eine Scheibe Brot in die Soße eintupfen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit wünsche ich euch danach und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss!